Silvan, wieso spielst du Hockey? Weil es Spass macht. Was ist das Schönste beim SC Weinfelden? Dass man mit den Kindern zusammenspielen kann, also mit den Kollegen. Der SC Weinfelden ist ein Traditionsverein im Kanton Thurgau, in der ganzen Hockeyschweiz. Wir haben dieses Jahr 70-jährige Jubiläum gefeiert. Als Schlittschuhclub in der Bezeichnung SC existieren wir seit 1989, als zu der Gründung des HC Thurgau gekommen ist. Vorher war es der HC Weinfelden, sehr traditionsreich, mit einer grossen Geschichte. Und seit 1989 läuft es unter SC Weinfelden. Das zusammen gibt die 70 Jahre, die wir heute haben. Ja, wir haben verschiedenste Mannschaften. Wir haben im Nachwuchs die Zungenstunde die Hockeyschule. Wir haben Bambi, Bini, wir haben Piccolo, wir haben Mosquito, Mini, Novizen und Junioren. Das haben wir jetzt vor allem seit dieser Saison wieder, Saison 12-13, wo wir den Amateursport, oder auch allgemein bekannt als Breitensport, rausgelöst haben wieder aus der Organisation HC Thurgau Nachwuchs. Und das auf Standort Weinfelden hier in der Güte führen. Ja, das Konzept ist eigentlich das, was in all unseren Köpfen begeistert, einmal zu Papier gebracht, in eine Broschüre, einen roten Faden, dass einerseits die Führungscrew auch weiss, auf was wir zielgerichtet herarbeiten wollen, andererseits auch, dass alle Vereinsmitglieder wissen, was wollen wir überhaupt mit dem SC Weinfelden. Und ist klar, es ist natürlich auch ein Dokument, das helfen soll, entsprechend Sponsoren, Partner, Unterstützer zu generieren. Denn wir wissen, Hockey ist ein extrem teurer Sport. Und wir haben auch gewisse ambitiöse Ziele und um diese umsetzen braucht es Geld. Das ist eine Tatsache. Und so ein Konzept soll auch eigentlich einem möglichen Partner zeigen, dass wir zielgerichtet arbeiten, dass wir auch ein zuverlässiger und guter Partner sind. Ja, die ambitiösen Ziele sind eigentlich die, dass wir möchten, möglichst viele Kinder und Jugendliche zum Hockey bringen hier in Weinfelden. Das heisst, schon angefangen in der Hockeyschule. Wir generieren heute irgendwo zwischen 20 und 30 Hockeyschüler. Das ist eine ordentliche Zahl, aber in meinen Augen für später viel zu wenig. Weil wir wissen, dass man unterwegs, bis ein Kind 20 ist, auch viele Kinder verliert, die wieder aufhören. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir jedes Jahr um 50, 60 Kinder in die Hockeyschule bringen. Dann wollen wir die Mannschaft ausstatten mit Kadergrössen von 20 Spielern. Und zum Schluss ist es auch so, dass wir auch in den aktiven ambitiöse Ziele haben. Wir wollen mit dem SC Weinfelden, das ist ein Hoffnungsgeheimnis, zurück in die erste Liga. Und sollte es, dass der Einstall gelingen, dann wollen wir dort auch eine Rolle spielen und nicht einfach Mitläufer sein. Und mit den Damen, das ist auch bei uns eine wichtige Mannschaft. Die Mannschaft ist ein bisschen falsch. Frauschaft. Wollen wir auch in die oberste Liga aufsteigen und wir wollen das Frauenhockey einfach weiter populär machen, hier im Thurgau, aber auch in der Schweiz. Ja, das ist harte Arbeit. Man sieht jetzt hier die Kleinen, gerade, wie die arbeiten. Und eben mit unserem Konzept wollen wir das natürlich erreichen. Das, wenn wir jetzt die sehen, das braucht noch 8 Jahre. Oder hoffen wir, dass dann hier in 8 Jahren 5, 6, 7 von denen in der ersten Mannschaft können mitspielen. Aber jetzt gilt es natürlich, den ersten Aufstieg zu schaffen. Das wird sehr schwierig. Und wenn wir den geschafft haben, dann müssen wir uns kontinuierlich steigern, Jahr für Jahr besser werden. Und dann eben hoffen, dass wir mit den eigenen Jungen auch dann den Schritt machen können. Ja, das Projekt U23, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was hat es genau mit dem auf sich? Ja, das ist so ein Auffangbecken für Nachwuchsspieler, die von der Elite A oder Elite B nie mehr unterkommen, in der Nazi B zum Beispiel oder Nazi A, die sagen, hey, ich will den Schritt nochmal machen, ich greife nochmal ein Jahr, zwei Jahre, aber in der ersten Liga. Und denen wollen wir eine Plattform geben, dass die vielleicht sogar am Mittag noch zusätzlich Eis bekommen oder halt am Morgen um 6 bis um 7, wenn sie es frei ist. Dass man denen, mit denen trainiert und die auch fördert nochmal und auch mit einem Job ihnen helfen kann, dass sie nochmal angreifen können und dann den Sprung machen können.